Eine Stadt baut eine Universität. Das ist heute keine Selbstverständlichkeit und das war es in den krisengeschüttelten 1920er Jahren erst recht nicht. Umso wertvoller ist für uns heute das Hauptgebäude der Kölner Universität. Denn es ist eines von nur zwei Quellen zu den Diskursen der Architekturästhetik und Bildungspolitik in der Weimarer Republik. Geplant hat das Gebäude Adolf Abel als Stadtbaudirektor. Er hat versucht, den altehrwürdigen Bautyp des Universitätspalastes mit seiner eigenen Architekturästhetik in das 20. Jahrhundert zu transformieren. Das Ergebnis war eine Synthese aus versachlichten Repräsentationsmotiven und einer sehr hohen Funktionalität, die bis heute funktioniert. Sozusagen der Wissenschaftspalast als Bildungsmaschine. Die symmetrische Flügelanlage, die wir hier auf dem Foto sehen können, reduzierte Abel auf einen langen Riegel mit eingezogenem Portikus in der Mitte. Der diente als Mittelpunkt und als optischer Mittelpunkt und öffentlicher Haupteingang. Hier in diesem straßenseitigen Trakt war die Verwaltung und die Universitätsbibliothek untergebracht. Das Gegenstück zu dieser repräsentativen Fassade bildet das moderne Pavillonsystem auf der Rückseite im Park. Hier sollten die Institute ein ruhiges und angenehmes Arbeitsklima finden, in gut durchlüfteten und belichteten Seminarräumen und Hörsälen. Die beiden Schauseiten an der Straßen- und an der Parkseite waren durch Hörsaalbauten verbunden, mit der großen Aula in der Mitte. Diese drei Zonen hat der Architekt Abel mit einem dreistimmigen Stück von Johann Sebastian Bach verglichen. Für ihn war die Universität ein architektonischer Kontrapunkt, indem er wie ein Komponist mit Proportionen spielte und so den Raum optisch zum Singen bringen wollte. Was man heute wie selbstverständlich hinnimmt, war für Abel damals ein wichtiger Beitrag zur Reform der Universitätsbauten. Der sogenannte Erfrischungsraum und weitere Aufenthaltsräume in den Wandelgängen sollten nicht nur der Erholung und Stärkung dienen, sondern sollten Möglichkeiten für Gespräche bieten. Sowohl zwischen den Studierenden als auch zwischen den Disziplinen. Die Krönung waren sozusagen die Dachterrassen zwischen den Pavillons, die Abel als Kommunikationsräume und Studienorte besonders hervorhob. Für uns heute rätselhaft ist vielleicht auch das damalige Magazingeschoss an der Straßenfassade. Über die gesamte oberste Etage erstreckten sich damals moderne Stahlregale. Darin war das gesamte Magazin der Universitätsbibliothek untergebracht. Mit diesen großen Fenstern im obersten Geschoss hat Abel dieses Magazin als Motor des Wissenschaftsbetriebs regelrecht zur Schau gestellt. Den gleichen Zweck sollte auch ein Ausstellungsraum über dem Haupteingang erfüllen, in dem die Bibliothek ihre kostbarsten Schätze präsentieren konnte. Ganz ähnlich wie die Kölner Rathauslaube sollte das Gebäude so zwischen der Institution und der Stadtgesellschaft eine Kommunikation herstellen, sowohl funktional als auch ikonografisch. Vollständig realisieren konnte Abel die Universität aber nicht. Nach der Machtergreifung haben die Nationalsozialisten das Gebäude mit wenigen, aber sehr prägenden Veränderungen vollendet. Und zur Einweihung 1935 war der ungeliebte Architekt dann nicht mehr eingeladen.